Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück beim Widerstand. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Ich habe jetzt ein, zwei Tage nicht mehr gespielt. Wir sind letztes Mal in der Ecke gewesen, sind zurückgerannt. Jetzt müssen wir mal zum Hauptziel. Jetzt haben wir noch an Fähigkeiten. Tarnung brauchen wir nicht. Hier haben wir alles. Wissenschaft, die sind Wissenschaft auf zwei Beinen. Härte. Könnte man noch gebrauchen. Wir haben fast alles. Schneller Lerner macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Oh, komm mal, nimm mal Härte. Werden wir noch härter. Mal gucken, wo am besten durch das Gebäude. Die hängen sie alle auf dem Haufen, die Schweine. Ja. Wir könnten jetzt mal die gute Granate gebrauchen. Alle erwischt? Nein. Nicht alle. Aber fast alle. Ist noch einer? Na. Reinhard. Haben wir das gemacht hier? Naja, ich habe keinen Platz. Verdammt. Na, wo ist er? Ah, gibt. Oh, 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 oh. Oh! Oh! Ah! Das war natürlich ein Satz mit X. Scheiße. Den habe ich komplett übersehen. Ah. Machen wir mal ein großes Medikit hier. Vielleicht hätte man dran vorbeischleichen können und diesen Schutzturm ausschalten können. Oder hacken können. Aber wenn wir schon dabei sind. Und wir nehmen wieder die kleinen Granaten. Bohrgranate, wie hießen die denn nochmal? Dosengranate. Alle ab. Ah, hier kann ich genau gegen sein Visier schießen. Oder nicht? So, jetzt schießt er mir nicht nochmal in den Rücken. Oh, die müssen wir hacken. Mal hier erstmal richtig aufgeräumt. Au. Oh, das sieht natürlich einfach aus. Fuck you. Oh, fuck you. Immer fleißig fluchen. Dann geht das auch. Das motiviert. Oh, gut geparkt. Ach, da geht's wieder zurück. Das wollen wir nicht.
So. We've got a problem. That HK is still functional. I can't get near. You'll need a rocket launcher to even make a dent in that thing. You better find one. So, du kannst AK-Panzern Schaden zufügen, indem du Raketen in den Generator auf ihrer Rückseite schießt. In dem Film haben sie es, apropos, ich habe vor kurzem einen Film gesehen, mit Granaten gemacht, diese Dosendinger, die wir haben. Unter den Ketten haben sie es geworfen. Das hat auch gereicht, aber wir müssen wirklich mit den Raketenwerfer schießen. Got it! Da wollte ich nochmal sagen, dass auch Matt Mickey recht hatte. Die Basis der Rebellen quasi hier, also des Widerstands, sieht wirklich so ähnlich aus wie die aus dem Film. Nicht die Anzahl der Personen, die da stehen, aber zumindest der Flur mit dem Auto, okay. Wachposten. Power supply is located on its back. Passt richtig. Hurry, Skynet's reinforcements are starting to show up. Ich hab jetzt keine Zeit, Alvin, Eierkopf. Muss ich davon auch ein Foto machen? Gut, haben wir nicht. Vielleicht können wir von hinten ein schönes Foto machen. Oh, oder von oben. Ach, du Kacke, ist der riesig. Jetzt müsste man echt wissen, wo hinten und vorne ist bei dem Teil. Wobei die Wand uns absolut nicht schützen würde. Nice shot. Now get the cover until it returns to the scanning routine. Yeah. Oh, ich kann ihn nicht sehen. Aber leuchtet uns ja an. Komm mal hier weg. Hi. Nein, ich laufe genau ins Licht. Oh, Bazooka. Ah, der hat uns ein Visier, ja. Er dreht sich nicht. Komm, Süßer, dreh dich zu mir. Das sieht doch gut aus. Watch out! Drone approaching! Ziel erfasst, am Arsch hat er mein Ziel erfasst. Oh! Scheiß Drohne auch noch hier. The power supply river, it's on its back. Ah.
mich immer. Da hätten wir doch mal ein bisschen Schleichen aufrüsten sollen, ne? Kannst mich doch nicht hier sehen. Fuck. War eine scheiß Idee. Braucht man einen schnellen Laser. Ach, die hängen über mir, okay. Los, 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 weg, 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 weg. That's it! Now hide! Bad news! My sensors are picking up an aerial transporter in your vicinity. Scheiße. Ohne. Oh! Auf den war ich jetzt nicht gefasst. Fick dich, Dose. Wow! Weg, 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 weg. Heilen, 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 heilen. Falsche Waffe. Die will ich eigentlich auch nicht. Ah, die, ja, genau, die will ich haben, genau. Deine Mutter war ein Toaster, ey. Ist jetzt abgelenkt? Nein, ist er nicht. Oh, jetzt sind viele Drohnen hier oder was? Alter! The power supply river. It's on ja, deine Mutter, Alter. Es geht mir nicht auf den Sack. Ja, das sieht mich. Lauf, lauf, lauf! Rocket, run! Scheiße, ich war daneben.
Oh! Rocknitz! Nein! Nein, ich kämpfe eine halbe Stunde gefühlt und ich habe ihn nicht gefickt. Ich dachte, er meinte meine Raketen und nicht seine Raketen. Oh, was schießt das Ding auf Raketen? Ich habe mich gerade so gedacht, so, oh, glücklich, er dreht sich nicht um. Und dann, fuck you. Oh, das war nicht leicht, ey. We've got a problem. That HK is still functional. I can't get near. Rocket Launcher to even make a dent in that thing. Ja, ja, Rocket Launcher. Ich launch dir gleich eine. Got it. I'm trying to analyze its weakness. Eine Mutter, okay. Ey. Its power supply is located on its back. So. Shoot it. Hurry, Skynet's reinforcements are starting to show up. Achso, die Waffe brauchen wir nicht. Aber wir brauchen einen Rocket Launcher. Gib dir mal her, ja. Nice shot. Now get the cover until it returns to the scanning routine. Achso, der Scan ist scheiße, ist noch gar nicht halt kaputt. It's done! Quick, get behind it! Ja, wenn man es jetzt weiß, wie es ungefähr funktioniert, dürfte es ja kein Problem werden. Ah, ich hänge hier im Gebäude fest. Watch out! Drone's approaching! Ziel erfasst! Okay, der war daneben. Sind hier Drohnen oder was? Hey, Arschkrampen. You can stun it if you shoot its head. Nein, das sieht nicht. Alter! Ist wieder online? Fuck, hat sich gedreht! Okay. Achso, müssen diese scheiß Drohnen sterben. Er weiß, wo ich bin. Kann mich doch nicht schon wieder haben. That's it. Now hide. Bad news. My sensors
arbeite dran. Okay. HK's down. Good job, Rivers. Download the security code and get out of there. Sind die anderen noch hier? Die gerade angekommen sind? Nein. Erstmal holen wir uns die ganze Munition. Das war nämlich teuer. Dann nehmen wir mal hier mein Lieblingsgewehr. Ne, ja, das ist. Nee, ja, das kannst du laden. Das hier. Bestimmt auch Munition liegen lassen. Ich bin ja meistens im unten rumgelaufen. Ja. Gerade die Medikits Stufe 2 sind doch ganz gut. Da liegt noch ein Schrottteil. Komm, und ich breche mal meine Linie hier. Wir nehmen jetzt mal einmal. Aber sonst haben wir nur noch zweimal Tarnung. Einmal Härte und einmal schneller lernen. Haben wir alles gelernt quasi. Ich bin mir bei sowas nie sicher, ob man überhaupt alles lernen kann. Darum bin ich da mal vorsichtig. Aber. Guck mal, hier liegt eine Dose. Ein großer Schrotthaufen. Weil die Waffentürme bestimmt noch gut sind. Ah ne, da müssen wir hacken. So, ich bin mal gespannt. Got it. Oh, haben wir schon. Moving out. Zweite Generation. Dann raus hier. Wobei, ich wollte nur mal kurz Danke sagen. Vielleicht ist das ein besserer Granatwerfer. Laser gesteuert. Warte mal ganz kurz. Laser gesteuert hat RL43. Nee. Aber danke, dass du uns gedacht hast. Deine Hose scheint da kaputt zu sein. Das ist ein komischer Riss oder was das sein soll. Ja, ruh dich weiter aus, Soldat. Haben wir jetzt zwei Ausgänge? Ja, wohl einer. Da ist er ewig weit weg. Die Codes? Was ist da? Codes. Na gut, dann gehen wir zu den Codes. Der war hier vorher nicht. Okay. Ja. Ups, falsche Taste. Ach, viel zu. Oh, geht doch schneller. Oh, Elektropfeile. Noch mehr Müll. Und Zettel. Drunter und drüber. Irgendwas ist gewaltig schiefgelaufen. Nachdem wir den Panzer außer Gefecht gesetzt hatten, begannen die Soldaten sich aus dem Nichts gegenseitig abzuknallen. Und bevor wir uns versahen, waren überall hin Waffen gerichtet. Ich glaube, ich blute. Hier ist aber so viel Blut.
dass ich nicht mal sagen kann, ob es von mir ist. Hm. Warum haben die alle gegenseitig auf einmal bekämpft? Macht doch keinen Sinn. Ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, dass das Spiel gerade irgendwie zwischengespeichert hat. Nicht, dass ich hier gleich sterbe. Und dann laufe ich diesen Arschlöchern in die Arme. Das ist ein 825V. Hat der Volt? Nein, der hat was ganz anderes. Ganz viel Aua. Scheiße, ich muss hier weg. Lauf, 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 lauf. Heil dich. Heilen. Heilen. So. Kommt das Arschloch? Natürlich nicht. Warum sehe ich die nicht mehr? Ist er schüchtern? Nein, da hinten ist er. Muss ich immer erst fluchen. So. Was hast du denn für eine Büchse? Achso, wahrscheinlich, weil er zwei Plasma 96er hat. Was haben wir? Plasma V96. Okay, ich wollte nur mal nachkontrollieren. Nicht, dass wir hier... Ah, die Munition können wir verkaufen. Er fragt sich... Bringt die Munition mehr als diese Plasmawaffe? So, Soldat, jetzt hast du noch einen Kumpel. Siehste, der hält sogar das Beinchen vom Terminator. Kuscheln schon fast. Obwohl das Bild eigentlich, so wie sie liegen, der Terminator richtet die Waffen auf den Mensch, der Mensch hält sich an ihn fest. Naja. Aber ich hab's richtig im Gefühl gehabt. Ich höre Kampfmusik. Nein. Da ist doch was. Ein grüner Plasmaturm. Den haben wir schon... wohl mal gehackt. Boah. War schön mit euch. Haut rein, ihr Pisser. Es war zwar nicht einfach, doch ich konnte die Sicherheitscodes für Dr. Mac Eierkopf beschaffen. Hiermit sollte er auf Skynets Mainframe zugreifen und dieses Plasmagewehr hacken können. Das dürfte die Kräfteverhältnisse etwas angleichen. Bam, 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 bam. Ah ja, es ist nicht Doktor, es ist ja... Dr. Mac war ja nicht Eierkopf. Entschuldigung, wollte ich nicht beleidigen, Mann. I've got the codes. All right, then let's get right to it. Ja, mach dann mal. Nee, Auftragskiller machen wir nicht. Ah, haben wir keine Wahl. Insert stolen security codes now. Strike a key when ready. And it's done. Like they say, easy money. That's it? With the proper equipment, it only takes a moment. We can fight Skynet with our own weapons. I believe that goes for that infiltrator as well. The first prototype just came out a couple of days ago. Imagine what happens if they become mass-produced. We need to hurry before that happens. That infiltrator has been after us for more than just a couple of days. What do you mean? It's been following me for months.
But that simply can't be. That prototype has been out for mere days. It's the same model that destroyed Pacific Division. But I'm connected to Skynet's mainframe and I can see their plans. I'm telling you that what you're saying is not possible. Unless... Dann kommt er aus der Zukunft, hä? Oh my God. They will do it. They will finish the TDE. Finish what? TDE, time displacement equipment. For all intents and purposes, it's a time machine. A time machine? Yes, a time machine. You go in, you pick a date, you press a button, and just like that, you'll be watching your younger self learning to tie your shoelaces. You know, time travel. Skynet's been working on TDE for a while now. I've been monitoring its progress, but it's still not ready yet. So how could they send anyone back if it's not ready? They didn't, but they will. Don't you see? In one alternative future, they finished TDE and sent a Terminator back to our times. That has to be the one you saw. You couldn't have seen it otherwise. It didn't exist yet. That would explain why they suddenly started to learn at such a geometric rate. This is big. This is really big. So, if it's done, then what the fuck can we do now? We can still fight for this future. Our future. You could stop Skynet before they finish building time displacement equipment and send any more Terminators back. I'm forwarding everything I've learned to Connor. He needs to know. And you go report back to Baron. Speaking of Baron... Wir befragen ihn erstmal zu Baron. What happened between you and Baron? Years ago, Connor gave an order to infect Skynet with a virus. To do it, we had to reboot a T-800 model I was trying to reprogram. I warned them that I wasn't done and that the Terminator was fully functional, but they didn't listen. So, as expected, it went online and sent our coordinates to Skynet. But not only that, it attacked and killed Perry. Baron took it personally because they were an item. She's been holding a grudge ever since. Wird den gestohlenen Chip gerne behalten. Warum soll ich ihn denn geben? Da rennt er zu Connor. Also ich töte den nicht. Mein Gott, das ist wahrscheinlich der einzige intelligente Lebensform noch deiner Zukunft, der quasi das hacken kann und so. Da können wir den nicht töten. Ich warne ihn. I got that chip for you. Is it any different from the others? Is it any different? Of course it is! Its CPU is a neural net processor, a learning computer. It's been updated to incorporate infiltrating techniques. Thus, its processing power exceeds any other chip. This could be exactly what we need to win this war, Jacob. I have to warn you. Baron sent me to kill you. If she finds out that I didn't, she'll send someone who will. Thank you for telling me. If what you're saying is true, I don't have much time. As soon as I'm done packing, I'll be on my way. I've already sent all the blueprints and access codes to Connor. Grab that plasma behind you and go see Baron. Oh, Mission fehlgeschlagen. Die erste Mission, die fehlgeschlagen ist. Also ich finde die Person hier, den Mac, wichtiger als unsere Baron. Da sieht Baron eher einen Witz gegen. So. Weiß ich mal, weg, hau weg die Scheiße hier. Noch irgendwas, was weg kann? Oder können wir hier noch irgendwas basteln? Hier geht's nur wieder raus, ne? Na komm, dann schmeiß ich nochmal. Weil ich will den auch gleich nutzen, quasi. Das eine Mal war irgendwie ganz komisch, als ich keinen Slot frei hatte, da war die Waffe irgendwie weg.
So, das sieht aber richtig gut aus. Plasmagewehr V25A. Das könnte mein neuer Freund werden. Hallo. V25A. Wie geht es dir? Mir geht es gut. So. Du machst 25 Schaden. Violette. Ach, du bist wahrscheinlich hier von das Upgrade quasi, von der Waffe. Von dem Plasmagewehr. Das hieß auch. Zweite Generation. Violett. Ich glaube, ich werde den auch. Oh ne, falsch. Ich war hier. 125 und 425. Feuerrate ist dieselbe. Schaden macht er deutlich mehr. Ladestreifen 28. Stabilität 88. Ich hätte die Waffe am besten mit dem Scope, aber wir haben unser Scharfschützengewehr. Kann ich den nicht mehr verbessern? Genau, das habe ich gesucht. Wollte nur die Chips entfernen. Oh, ich finde die Waffe sieht irgendwie cool aus. Yep. Und wir nehmen die und verbessern sie mit dem Chip. Sieht aus wie ein Pistolengriff hier. Feuerrate. Nö, Feuerrate brauchen wir nicht. Ich hätte gern mehr Damage. Ladestreifen wäre noch cool. Da habe ich meinen Ladestreifen. Aber leider in der falschen Richtung. Wir könnten den auch dahin packen. Ladestreifen. Und dann brauchen wir sowas. In andersrum. Nee, doch richtig. Ach nee, ich bin falsch. Warte mal. Fuck. Ah, fuck, 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 fuck. Den packen wir dahin. Das würde passen. Haben wir Schaden genau mittig. Mehr Munition und mehr Schaden. So. Finde ich gut. Nimm mal. Ist gebongt. Gleich ausrüsten. Zack. Violett können wir noch mehr gebrauchen. Ach, und eine neue Fähigkeit, Mensch. Damit wir vielleicht alles lernen, mache ich hier nochmal schneller Lerner. Vielleicht kriegen wir hier nochmal alles voll. So, gegen die Zeit. Da, 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 da. Begib dich zur Zuflucht des Widerstands. Commander. I'm here. Is the thing with Mac taken care of? Yeah. It is. But I have some news for you. Go ahead. Der ist sowas von tot. Aber das kriegt sie bestimmt noch raus. Es stellt sich heraus, dass der Infiltrator, der mich verfolgte, über eine Zeitverschiebungsmaschine in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde. Er verband sich mit Skynet und lud sein gesamtes Wissen hoch, wodurch sie in einem geometrischen Tempo lernen. Ich habe das Gefühl, dieser Krieg wird nicht mehr lange dauern. Wieso wird nicht mehr lange dauern? Wir sind mitten im Krieg, du Horst. Atomwaffen sind gefallen. Wir kämpfen im Schutt auf Leichen. Wir sind mittendrin. So, und weiter. Bam, bam, bam. Ich wette, die durchschaut uns, die Baron. Jungs, wenn ihr hier draußen dumm rumsteht, ne? Da braucht nur mal eine Drohne vorbeifliegen. Und das Feuer. Hier brennt gar nichts und ihr signalisiert quasi, das ist eine Einladung hier. Here's the man of the hour. Ja. Sergeant, are you taking a tour with us?
Ja, löscht das Feuer, versteckt euch, ihr Idioten. Und schaltet doch mal das Autolicht aus hier. Mann, 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 Mann. Genau, im Film war das nämlich auch hier so ein bisschen... Sah jetzt wahrscheinlich nicht genauso aus. Aber die ging hier runter. Genau, dann war hier die Treppe. Da drüber war ein Schild Danger. Und dann kamen sie hier rein. Hier waren zwar drei Hunde oder zwei Hunde, aber ist egal. Aber hier, das Laser, hier war ein Lasergeschütz. Das fehlt. Das war im Film. Da hatten die hier keinen Platz. Naja. Aber mit den Fahrzeugen, das passt richtig. Und den Tisch hier. Naja. Repeat it back to me. Know your target and what's behind it. And what else? Shit, I forgot. Idiot. Kann sich jemand Text merken? I think these ones have a 5-second fuse. Are you sure? We don't want the same thing that happened last time. Ja, ich glaube, dann können wir erstmal ein bisschen Waffen verkaufen, ne? Eigentlich nur eine. Ei, Gesichtsgrätsche. Do you need anything? Ja. Brauch eine Axt, um deinen Schädel zu spalten, du Horst. Can I see your hardware? Oder sowas. Can I see your hardware? Genau. Ja, die Waffe haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Oder habe ich die weggeschmissen? Feuerrate ist mega, aber kaum Schaden. Ja, ich finde die einfach geil hier. Stimmt, ich habe die... Ah, aber er hat schon die bessere Variante. Mit Scope. Also erstmal müssen wir das hier verkaufen. So, haben wir noch was zu verkaufen? Hier diese Kackmunition. Sowas schießen wir nicht mehr. Weigere ich mich. Ich hätte jetzt schon... Ich hätte gern die Scope... Oh, was ist das denn? Oh, ne, es ist genau das, was ich auch habe, ne? VG01. Ne, RG01. Also wir haben schon, glaube ich, ein paar Waffen übersehen. Aber der braucht violette Plasmazellen und der andere nicht. Der braucht rote und ich lasse das mal. Dass wir nicht alles auf violette Plasma haben, weil dann haben wir nämlich ein Problem, nicht zu wenig Plasma. Violettes. Der macht 100 Schaden. Achso, das ist die violette Version. Ich will das mit Scope haben. Wozu haben wir das Geld, ne? Aber die Feuerrate ist bei 500. War das bei dem auch so? 440? 425? Stabiler. 28. Stabilität ist nicht so wichtig. Oh, die Waffe kann auch weg. Ich habe doppelt. Hm. Ich will die Scope-Variante haben. Arschlecken. Kaufen. So, dann... Machen wir das erstmal fertig hier. Ich mach raus. Komm gleich wieder, Gesichtsgrätsche. Müssen die Verbesserung rausnehmen. So, yep. Auswählen und verbessern. Ich hoffe, ich habe es mir gemerkt, wie ich das gerade hatte. Wo ist ein Ladestreifen wieder?
Der kriegt keinen Chip und dann haben wir. Do you need anything? Ja, ich brauch was. Can I see your hardware? Der ist so motiviert, der Typ. So, und verkaufen. Hast du violettes Plasma für mich? Oder sogar bessere Raketen? Können wir die RL-92? Ne. Können wir damit nicht verschießen? Aber ich kaufe ihm mal das ganze violette Plasma ab. So. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break, weil ich will nicht, dass die Folge noch länger wird, also die schon länger. Ah, das war im Fernsehen auch, da saßen, in dem Film, meine ich, da saßen zwei Kinderchen vor und haben da reingeguckt. Tja. Ja, die Sendung, Fernsehsendung früher waren auch nicht besser. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like oder die, die es noch nicht getan haben, unterstützt den Widerstand mit einem Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, denn wir müssen mit Baron sprechen. Ciao!